Herzlich willkommen zu einem zweiten Part, ich will nicht sagen Let's Play, aber FIFA 14 Demo, einfach mal ein bisschen Anstoß zocken, wie auch immer. Wir gehen rein, heute mal etwas andere Partien. Ich habe mal keinen Bock mit Dortmund zu spielen, sondern mal mit auch einem sehr guten Team, und zwar ist das Barcelona. Und diesmal auch nicht gegen New York Red Bulls, wie im letzten Part sozusagen, sondern gegen Tottenham Hotspurs nehmen wir mal. Also es klang jetzt so ein bisschen auswendig gelernt, aber die habe ich jetzt spontan gewählt. Nehmen wir mal so weiß, sieht ganz nett aus. Spieleinstellungen sind noch gespeichert, hoffe ich zumindest. Ja, ist noch alles. Sprich, den können wir auch spielen. Bei Elfmetern beginnst du mit Aufladen mit 3. Wie bitte, mit 3? Okay. Wenn du schon im grünen Bereich befindet, wenn du optimalen Bereich verpasst und einen Schuss zu stark auflädst, wird er unpräziser. Während des Aufladens ziehst du mit LS, hältst du LS zu lange in eine Richtung. Ach so, denn vorbeischießen, ich habe zu lange dahin gehalten. Okay. 12 Versuche. Okay. Stark. Das mache ich natürlich auch nochmal, das ist ja auch ganz nett. Stark. Gut. Also, jetzt will ich mal ganz außen treffen. Oh Mann. Oh Gott. Es wird ja sehr unpräzise, denn am Ende, wenn man. Sehr gut. Dann mache ich jetzt erstmal. Den hier. So. Der muss ja auch jetzt erstmal weg. Bevor ich hier irgendwas anderes anfange. So, 4 Versuche habe ich noch. Stark. Ja, sehr gut. Grüner Bereich jetzt rechts oben, glaube ich. Also sprich. Oh, Weltklasse. Also jetzt läuft das alles ein bisschen besser. Ich glaube, wenn jetzt dieser Anfang hier auch ein bisschen besser läuft, könnte das Spiel auch besser laufen. Komm, Junge. Ja, alle getroffen. Unfassbar. Gut gemacht. Grüner Bereich. Ich habe mehr Punkte. Bronze-Level abgeschlossen. Yay. Yeah. So, dann geht's jetzt aber ins Spiel. War ja ganz nett jetzt, dass ich das so geil hinbekommen habe. Aber ich glaube, Elfmeterschießen ist jetzt auch nicht die Schwierigkeit. Es geht wieder ins Camp Nou natürlich. Ist Demo, geht nur im Camp Nou wahrscheinlich. Freundschaftsspiel, FC Barcelona spielt heim, glaube ich. Ich glaube, Camp Nou ist das Stadion. Lacht mich nicht aus, aber doch ist es. Camp Nou ist das Stadion von FC Barcelona. Da bin ich so eigentlich zu 99% sicher. Wenn nicht, lacht ihr mich aus, bitte aus in den Kommentaren. Aber wenn es so ist, dann schreibt ihr schon, dass ich schon ein krasser Typ bin. So. Ja, die Spieler machen sich fertig. Schöner Krampf noch jetzt vorm Spiel. Ganz nette Sache. Der Schiedsrichter kommt aus Australien und heißt Josh Brithwell. Und er begrüßt hier unsere Spieler. Und wen haben wir denn? Ganz normale Ausstellung. Was soll ich da zu groß noch sagen? Krasse Bank. Cesc Fabregas spielt nicht Startelf. Keine Ahnung. Aber es sieht doch ganz nett aus. So mit Neymar, Messi, ne? Ganz nettes Team. Trotzdem in der Champions League. Im vergangenen Champions League 4-0 gegen den FC Bayern. Hin- und Rückspiel verloren. Das sah böse aus und da kann euch denn auch mal ein deutsches Team zeigen, wo der Haken hängt. 4-2-3-1 System für Tottenham Hotspurs und es geht rein und diesmal versuchen wir mal die Chancen etwas konsequenter reinzumachen, was wir im ersten Spiel leider etwas vernachlässigt haben, die Chancenverwertung. Auch wenn wir nicht viele Schüsse hatten bzw. viele Chancen, ist egal, eine mega krasse Chance war dabei. Ich will nicht sagen 100%ige, aber 90%ig quasi schon. Oh Mann, das geht gar nicht gut los. Torwart raus, schnell. Ganz stark, Keeper. So, auf außen jetzt. Und jetzt zieh ab, Junge. Pedro über außen. Stark, auf Xavi. Xavi weiß nicht wohin mit dem Ball. Und jetzt geht er auf außen. Ganz stark. Und jetzt rein direkt, Pedro. Lange Flanke. Oh, ich habe zu früh gedrückt, die Flanke. Dann hatte sie nicht geschossen. So, diesmal passiert mir der Fehler nicht mit dem Einwurf. So, da kommt hier schon gleich entgegengelaufen. Hey! Was macht der Pimmel? Ah.
Oh Mann. Ich muss noch viel machen mit meinen Jungs hier. Viel muss ich noch trainieren mit denen. So. Walker ist am Ball. Walker. Tut mir leid für meine amerikanische Akzente. Kann ich nicht ändern. So, Piquet muss jetzt an den Ball mal ran hier. Der hat das mega geile Eigentor gegen Bayern geschossen. Asuel Cotto am Ball. Auf Dempsey. Aber die Nummer 2 ist dabei. Und jetzt geht es wieder über Pedro. Und, ah, wollte irgendwie vorbeikommen, aber Hotspurs hat auch schnelle Spieler, also da, so leicht ist das nicht da. Langes Ding jetzt. Gleich ein weiter. YouTube-Werbung, yay! Da sind wir doch beim Thema. Im Hintergrund war gerade YouTube und Twitter ist jetzt auch, @EASportsFIFA. Und dann, ja, FIFA 14 Werbung im FIFA-Spiel, na klar. Aber das wäre doch eigentlich auch mal eine Möglichkeit, dass ich da irgendwie eine Firma Werbung kaufe. In einem PC-Spiel. Das ist heftig, oder? Aber ich glaube, das wäre auch. Aber rein theoretisch. So, Neymar kann ich mehr. Oh Mann. Aber einen Pass kannst du auch noch spielen. Ey, ich kann das ja verstehen, wenn man erschöpft ist, aber einen Pass kannst du ja wohl noch spielen. Ich knick da fast ein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was mache ich? Sieht kläglich aus, mein Fußballspiel bisher. Und diesmal wird im Elfmeterschießen auch richtig gegeben. Also da geben wir, da werden wir Hotspurs richtig geben. Also in Sachen, im Sinne von austeilen. Eigentlich verhauen. So. Randa jetzt. Was mir Randa denn sie will, ja? Was da los, Digga? So. Ne, lass mir Randa denn sie will, ja? Habt ihr kapiert, ne? Lass mir Randa. Ist auch vielleicht ein Name oder so, ne? Lass mich Randa denn sie will, ja? So. 40% für Barcelona. So ist das auf Profi. Die andere Mannschaft hat einen Ballbesitz und ich mache hier die Tore. Geil, gerettet. Klasse gemacht. So, und jetzt wird gekontert. Was das Zeug hält. Jetzt wird... Oh. Ganz starkes Ding. Zieh durch, Junge. Ganz stark. Junge, ist ja schnell. Gut rausgeholt. Zumindest noch Einwurf für uns. Stark diesmal. Sauber und wieder auf Außen. Genau so ist das. Aber ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen. Jetzt steht alles hinten drinne und... Das, was war da los? Abseits? Ja. Ein Fuß oder so im Abseits. So ein Cheat. So ist das im Fußball. Abseits muss abgeschafft werden, finde ich. Lass sie doch da vorne stehen. Denn ändert sich zwar das komplette Fußballspiel. Alles wird sich ändern. Aber es, Fußball wird unterhaltsamer. Es ist nicht so taktisch mehr. Und das ist auch mehr Tore fallen. Fußball wird einfach geiler durch Abseits, meine Meinung. Da wird ja auch ein bisschen so diskutiert und so weiter, aber ich glaube, das hat schon echt was Gutes, wenn Abseits abgeschafft werden würde. Naja, was soll's, das ist unmöglich heute. Abseits ist somit in die Spieltaktik alles eingeflossen. Was wäre das für eine Umstellung? Wie so ein Neustart und aber das ist ja auch nicht möglich. Da müssten denn ja auch alles mitgehen müsste da. Die ganze Welt sozusagen. Also, naja, wäre ja nicht schwer. Das muss ja nur die FIFA entscheiden. Das entscheidet ja nicht der Deutsche Fußballbund, sondern die FIFA, aber das würden sie niemals machen. Ich glaube, das steht denn doch außer Frage. Gut, und jetzt dreht er durch. Oh nein! Spielt doch den Pass auf rechts außen, der ist doch da gut. Mann, geh dem Ball entgegen, du Homo. Mann, ey, soll ich euch noch Fußballspiel jetzt beibringen hier? Spielt bei Barcelona, Mensch. So, jetzt komm, jetzt geh mal ab hier. Aha. Also den Pass kannst du so in die Tonne treten, Alter. Oh, bitte kein Gegentor. Das kriege ich nie hin. Ein Gegentor jetzt irgendwie. Und das verkrafte ich auch nicht. Weil ich dann viel zu sehr unter Druck bin, weil ich noch ein Tor machen muss, um ein Unentschieden zu schaffen. Jetzt habe ich ja noch das Elfmeterschießen und so weiter. So. Lass mir ran da. So. Lass mir ran da, sag ich jetzt immer. Wenn jemand am Gegner am Ball ist und ich am Ball möchte. Lass mir ran da. Ja, lass mich ran an den Ball da. Geh aus dem Weg hier. So. Rauf. 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 Hau rauf. Uiuiui. Ein Raun geht durchs Stadion. Ganz stark. Und jetzt geh ab. Come on. Oh.
Viel zu früh gespielt. Wie soll er denn da durchgehen, ich Idiot? Mal wieder zu wenig nachgedacht. Ganz stark. So, jetzt geht's langsam dem... Nein! Scheiße! Oh, dann will ich im zweiten Part aus dem Spiel heraus. Ich will aber nicht diese blöde Schwierigkeitsstufe runterstellen. Das wäre mir zu blöd. Das wäre mir eindeutig zu blöd. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ihr seht ja, sonst halte ich ja das 0-0. So, und jetzt kommt Vollgas. Oh mein Gott, das dauert ewig, ne? Die spielen den... Oh Mann, spielen in die Mitte. Nur weil ich kurz da einmal hingezielt habe, das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt aber. Nein, habe ich den gerade vorbeigeschossen? Oh Mann. So, Paulinho, 99 geht rein für Sandro. Schön Zeit lassen, genau. So, und das muss ich mir jetzt tatsächlich nochmal in der Wiederholung ansehen. Stehe sie nicht wieder anzeigen. So, dann blenden wir einmal die Maus, muss hier einmal rein, einmal ausblenden, ich weiß nicht. Oh, scheiße, Mann. So. Wie kann man denn hier die Sicht und sowas drehen? Keyframe, ich habe keine Ahnung. Nein, nicht Keyframe, sorry. Hier Zoom und sowas. Ach, kann man wahrscheinlich, weil das Demo ist. Oh Mann. Oh, was eine Riesenchance, Mann. Ey, so kann ich auch nicht Spiele gewinnen. Aber alle guten Dinge sind drei. So, ran da, komm. Oh Mann, der hat sich den so schön vorgelegt. So, komm, die sind nervös jetzt. Sauber, Mann. Die sind jetzt echt nervös. Jetzt ganz schnell. Schneller, heb den Ball auf, du Homo. Ganz stark, so. Und jetzt... Schön. Oh Mann. Einwurf für uns. Immerhin. Ich hatte zuerst gedacht. So, einmal schnell zurück. Seitenwechsel. Oh, in den Fuß. Ja gut, auf die Brust. Oh, mein Gott, kontrolliere den Ball schneller. Ich glaube wirklich, dass ich dir noch das Fußballspielen beibringen muss, ey. Nein. Mann. Gut. Ist Ecke? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ah, doch, ist Ecke. Mist. Ist verloren. Wenn ich jetzt rausspiele, dann ist das Spiel vorbei. Ja, ja. Das Spiel ist verloren. So. Er ist Abpfiff. Leider verloren. Was soll's. Schade. Und nur eine 6,1 Bewertung. Alter, unglaublich. Die Spieler haben jetzt hier ein eigenes Bild sogar bei FIFA. Unglaublich. Ja, schade ist das leider. Ja, dann müssen wir das Spiel beenden. Da hatten wir uns vom Server geladen. Das war's mit Part 2.